Здравейте и добър ден! Herzlich willkommen in Bulgarien! Philipp, warst du schon mal in Bulgarien? Ja, am Sonnenstrand und am Golfstrand, so die klassischen Reiseziele. Aber hat denn Bulgarien mehr zu bieten? Ja, Bulgarien hat sehr viel mehr zu bieten. Wir haben nicht nur die schönen Strände, den Sonnen- und den Goldstrand, wir haben auch etwas abgelegenere und ruhigere Orte am Sonnenstrand. Genauso haben wir aber ganz hohe Berge, wo man wunderschön wandern gehen kann. Wir haben ganz viel Kultur, wir haben ganz viel Geschichte und wunderschöne kleine Städtchen, wo man ganz viel sehen und erleben kann. Am besten sieht man das auf unserer Bulgarien-Rundreise, die quer durchs Land führt. Wir fangen in Sofia in der Hauptstadt an, fahren dann weiter in die Berge, wo wir auch das berühmte Rila-Kloster besichtigen, haben dann ein paar wunderschöne Stationen wie Plovdiv, was die Kulturhauptstadt 2019 war, fahren auch nach Stara Zagora und besichtigen dort ein paar alte Denkmäler, auch aus sozialistischen Zeiten. Und dann geht's ans Meer, wo wir auch den Goldstrand besichtigen und dann weiter im Norden noch ein paar schöne Naturlandschaften und Höhlen besichtigen und dann wieder zurück nach Sofia. Und was auf gar keinen Fall fehlen darf, sind die Weinverkostungen und das wunderbare Essen in Bulgarien. Denn die Bulgaren lieben das Essen. Du erinnerst dich noch bei deinen Reisen? Ja, ich erinnere mich an die Fleischspieße und natürlich an den Menta und Mastika. Natürlich. Wie gesagt, Bulgarien hat nicht nur sensationellen Schnaps, sondern auch sehr renommierte Rot- und Weißweine, die wir natürlich auf den Reisen auch verkosten. Aber man kann auch wunderschön wandern in Bulgarien. Wir haben sehr hohe Berge. Die Wanderungen sind dementsprechend ein bisschen anspruchsvoller als einfach nur ein paar Spaziergänge. Und man hat wirklich fantastische Landschaften, unberührte Natur, glasklare Seen und ganz schöne Ausblicke. Das klingt doch gut. Ja, das ist es auch. Ja, wandern klingt ja erstmal super spannend, interessant. Aber haben wir denn auch Radreisen im Programm? Haben wir. In Bulgarien erkunden wir den Norden der Schwarzmeerküste. Das ist auch ein bisschen ein unentdecktes Fleckchen, wo wir ganz viele steile Klippen haben, unentdeckte oder unberührte Strände mit glasklarem türkisem Wasser. Und natürlich darf die Kultur auch nicht fehlen. Das heißt, wir fahren ein bisschen ins Landesinnere und schauen uns UNESCO-Weltkulturerbe an und ein paar schöne historische Sehenswürdigkeiten. Das klingt ja erstmal traumhaft, aber wie sind denn die Strecken? Anspruchsvoll? Nein, die sind nicht anspruchsvoll. Da wir ja auch an der Küste langfahren, ist das eigentlich ganz flach. Und am Abend wird man ja immer schön gestärkt mit Essen und Wein. Für wen das alles nichts ist, Bulgarien hat auch ganz schöne 5-Sterne-Hotels und wir haben eine Exklusivreise, die auch an der Küste lang führt. Wir haben ganz tolle Strandhotels, wie gesagt 5-Sterne-Hotels und haben ganz tolle Ausflüge. Wir haben Trüffelverkostung, wir haben Weinverkostung und sehen uns natürlich auch so ein paar geschichtsträchtige Orte an. Und wir haben auch noch eine Petit-Reise, das heißt in einer kleinen Reisegruppe. Starten wir in Sofia, machen das berühmte Rila-Kloster, haben natürlich wieder eine Weinverkostung in der Nähe von Plovdiv, ein paar Stadtrundgänge in Sofia, in Plovdiv und dann geht es an die Schwarzmeerküste nach Sosopol und wo wir da ein bisschen das Schwarze Meer genießen. Ja, das klingt ja erstmal schon super spannend, interessant. Aber gibt es denn auch Reisekombinationen mit anderen Ländern? Haben wir. Wir haben zum Beispiel mit den Nachbarländern Griechenland und Nordmazedonien eine Länderkombination. Hm. Die drei Länder bzw. die Balkanländer haben ja auch eine gleiche Geschichte und viele Gemeinsamkeiten, sind aber doch alle ganz unterschiedlich und wunderschön. Also das ist eine meiner Lieblingskombinationen. Wir haben natürlich auch eine andere Balkankombination. Das ist Serbien, Bulgarien mit Griechenland. Auch da viele geschichtliche und architektonische Gemeinsamkeiten. Was das Essen und Trinken angeht, sind die da alle ganz gleich. Die lieben das Essen, die lieben das Trinken. Es schmeckt auch. Und man sieht viel, man kann aber auch schön entspannen und genießen. Und als letzte Kombination haben wir Bulgarien und Rumänien, die ein bisschen unterschiedlicher sind, aber durch die Nähe eigentlich eine sehr coole Reisekombination ergeben.